Verben mit Präpositionen. Juhu! Hallo meine lieben Deutschlerner, ich bin Marina. Willkommen zurück bei Perfektes Deutsch. Heute geht es weiter mit dem Quiz zu Verben mit Präpositionen auf B2, C1 und C2 Niveau. Könnt ihr alle Präpositionen erraten? Los geht's! Sich erkundigen. Für, um oder nach. Sich erkundigen nach ist richtig. Das ist ähnlich wie fragen nach. Ich möchte Informationen haben. Ich erkundige mich nach den Informationen. Achtung, wenn ich zu einer Person gehe und diese Person frage, dann erkundige ich mich bei der Person nach den Informationen. Weiter geht's mit leiden. Für, an oder unter. An und unter ist richtig. An ist in dem Fall die Krankheit, an der wir leiden. Ich leide schon seit 2 Jahren an einem chronischen Husten. Das heißt, der Husten ist die ganze Zeit immer da. Viele Leute leiden an Corona. Sie leiden aber unter den Maßnahmen des Lockdowns. Wir können auch unter Personen leiden, beziehungsweise darunter, wie die Personen uns behandeln. Ich leide sehr unter deiner Aggression. Achtung, wie immer gilt bei Verben mit Präpositionen, sobald wir einen Nebensatz verwenden, braucht die Präposition ein extra da. Ich leide darunter, dass du immer so aggressiv bist. Nächstes Verb, nachdenken, an, für oder über. Über ist richtig. Achtung, verwechselt nicht das Verb nachdenken mit denken. Denken braucht die Präposition an, ich denke an dich. Nachdenken braucht die Präposition über, ich denke über das Problem nach. Nachdenken bedeutet, ich denke so lange darüber nach, bis ich eine Lösung gefunden habe. Denken an heißt einfach nur, ach, das ist mir jetzt im Kopf. Ich denke jetzt gerade an meine Freundin, aber ich denke über den Geburtstag meiner Freundin nach. Sorgen. Um, bei oder für. Für ist richtig. Ich sorge für dich. Das heißt, ich koche für dich, ich putze für dich, ich tue alles dafür, dass es dir gut geht. Ich sorge für dich. Das können wir mit alten Leuten tun, mit jungen Leuten, mit Babys, mit geliebten Leuten, mit Hunden, mit Katzen. Wir sorgen für diese Personen oder Tiere. So, und das gleiche Verb gibt es auch reflexiv. Sich sorgen. Für, um oder bei. Um brauchen wir hier. Denn das ist nicht logisch, das ist einfach deutsch. Das gleiche Verb reflexiv. Ich sorge mich um meine Mutter. Und das bedeutet, ich habe ein bisschen Angst um meine Mutter. Vielleicht geht es ihr nicht gut. Hat sie Corona bekommen, ja oder nein? Ich sorge mich um meine Mutter. Das funktioniert auch ein bisschen mit Gegenständen, zum Beispiel das Auto. Ich sorge mich um mein Auto. Da ist so ein Geräusch, das knattert so komisch. Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, mein Auto sollte in die Werkstatt gebracht werden. Und das war ein Passivsatz. Ein Video zum Passiv könnt ihr jetzt anschauen, wenn ihr wollt. Oder mit mir weiter das Quiz machen. Mit dem nächsten Verb nämlich überreden. Für, zu oder auf. Zu. Ich überrede dich zu diesem Film. Das bedeutet, ich möchte diesen Film schauen, du willst ihn nicht schauen, aber ich argumentiere und argumentiere und argumentiere und diskutiere und bringe so viele Argumente, dass du am Ende sagst,
Ach, okay, ist ja gut. Du hast mich zu diesem Film überredet. Das Verb benutzen wir sehr oft mit Nebensätzen. Ich überrede dich dazu, mit mir ins Restaurant zu gehen. Was wir hier auch sehr gerne machen, ist, dass wir dieses Verb tatsächlich im Futur 1 benutzen. Nämlich, wenn wir vorhaben, den anderen zu etwas zu überreden, obwohl er jetzt noch nicht ganz dieser Meinung ist. Ich werde dich schon dazu überreden, mit mir heute ins Restaurant zu gehen. Das nächste Verb hat fast die gleiche Bedeutung wie überreden und heißt überzeugen. Zu, um oder von. Von ist hier richtig. Tada! Ich überrede dich zu diesem Film. Ich überzeuge dich davon, dass dieser Film sehr gut ist. Die Bundeskanzlerin muss ihre Minister davon überzeugen, die Lockdown-Maßnahmen zu verlängern. Weiter geht's mit verfügen. Von, für oder über. Über ist richtig. Verfügen über heißt so viel wie ich besitze etwas. Das beziehen wir immer auf materielle Dinge. Ich besitze zum Beispiel 2 Fahrräder. Ich verfüge über 2 Fahrräder. Meine Mutter verfügt über einen schönen lilanen Teppich, der so flauschig ist, dass ich da gerne barfuß drauflaufe. Als nächstes sich verlassen. Für, auf oder um. Auf ist richtig. Ich verlasse mich auf dich. Das bedeutet, ich erwarte, dass es funktioniert. Gehst du heute einkaufen? Wir brauchen Milch und Zucker. Bitte bringe Milch und Zucker mit. Ich verlasse mich auf dich. Natürlich gibt es das auch negativ. Er hat sich mehrmals auf sie verlassen und wurde immer wieder enttäuscht. Und das nächste Verb heißt verstoßen, gegen, auf oder bei. Gegen ist richtig. Das Verb verstoßen benutzen wir sehr oft im Zusammenhang mit dem Gesetz. Er hat gegen die Verkehrsregeln verstoßen, aber auch Regeln gehören dazu. Er verstößt jedes Mal gegen unsere Familienregel. Wir essen doch zusammen am Tisch und nicht allein auf dem Sofa. In der aktuellen Situation können wir auch gegen die Corona-Maßnahmen verstoßen. Und dann gibt es eine kleine Geldstrafe. Und das letzte Verb für heute heißt zugehen. Nach, auf oder für. Auf ist richtig. Das bedeutet, ich versuche einer Person näher zu kommen. Und zwar nicht unbedingt, indem ich wirklich auf die Person zugehe, sondern indem ich versuche, Kontakt mit der Person herzustellen. Wenn ich mich zum Beispiel mit meinem Bekannten gestritten habe und ich mir denke, der Streit dauert jetzt schon sehr lang, ich könnte ihn ja beenden. Na gut, dann schreibe ich ihm mal eine kleine WhatsApp-Nachricht. Dann gehe ich auf meinen Bekannten zu, um den Streit zu beenden. Mein Gruß geht heute an Luigi R. Wenn ihr möchtet, dann schaut auch auf meinen anderen Kanälen vorbei. Im Shorts-Kanal findet ihr kurze Videos zum Deutschlernen, ganz vielfältig, ganz unterschiedlich. Und im Allgemeinwissen-Kanal könnt ihr viele Wissensvideos entdecken, 19 um genau zu sein, mit denen ihr euren Wortschatz erweitern könnt. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dann, tschüss!